Also Improvisationstheater, das ist Theater, das nicht vorbereitet ist. Das ist eigentlich Theater aus dem Stegreif. Oder? Der Mensch ist zum Improvisieren geboren. Ja, Impro-Theater, das gibt es schon seit Ewigkeiten. Das hat man schon bei den Griechen. Ist im Prinzip auch improvisiertes Theater gewesen, auf eine Art. Hat man ja gesehen, wie es bei den Griechen rauskommt. Spunk ist das erste Theaterfestival in Zürich, das sich mit der Vielfalt des improvisierten Theaters auseinandersetzt. Spunk ist spontan, unkonventionell und kreativ. Spinner, unorganisiert, konzeptlos. Das Beste ist, ganz am Schluss gibt es eben die unendliche Show. Unendliche Show? Moment. Die unendliche Vorstellung, die geht eben unendlich lang, je nachdem, wie viel Geld das gespendet wird. Und für jede 30 Franken, die gespendet wird, spielen wir Minuten länger. Das heisst, wenn ich zum Beispiel 10'000 Franken gespendet würde, dann gäbe ich das 5 Stunden, 33 Minuten und 20 Sekunden. Oh, es gibt persönliche Videobotschaften. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt sage, Sali, Ernst, danke vielmals für die 50 Franken. Dieser Art. Ich habe eine Idee. Wir schicken denen so viel Geld, dass die Tage, Wochen, Monate lang nonstop spielen müssen. Dann wissen sie, wieso das kulturschaffend Kultur schaffend heisst. Spenden Sie für die unendliche Show. Spunk, das Theaterfestival von der improvisierten Kunst vom 7. bis zum 13. Oktober 2013. Also ich spende bestimmt. Auf dieser Homepage, auf dieser Website.